Ach, hast du nicht gesagt, was lügst du denn? Ich hab gesagt, ess schon mal, dann kommen die nicht, habe ich gesagt. Aber nicht als Begründung hast du das gesagt. Ja, aber jetzt, Digga, als Wohltäter darzustellen. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir machen heute den Undercover-Vergleich ab. Eine sehr erschütternde Sache. Ich schwöre es euch, das ist wirklich real jetzt. Ganz erschütternde Sache ist passiert. Krass, ihr kriegt das mit. Guckt es euch an. Und jetzt geht's weiter richtig im Video. Ich bin erschüttert, wir sind erschüttert. Dann lasst unbedingt den Daumen so richtig, richtig glühen, denn ab 10.000 Daumen oben werde ich den teuersten Döner der Welt testen. Dazu stehe ich mit meinem Namen. Ab 10.000 Likes, also knallt den Daumen oben rein. Tut es für die Wahrheit und haut die Kommentare voll. Ich verlose ja auch wieder einen 50-Euro-Gutschein. Das geht zu Pamphilio. Wird er das leisten? Was er auch leistet, wenn ich mit Kamera ankomme, ich ahne Schlimmes. Aber das macht nichts. Dieses Video ist der Wahrheit geschuldet. Und da geht's jetzt hin, ab zu Pamphilio. Und später zu Tonbul. Natürlich auch in Frankfurt, aber erstmal zu Pamphilio. Gleich weiter im Video, Leute. Muss ich eben kurz einen Platz finden, wo ich euch mal ganz schnell eine neue Kooperation vorstelle. Ich sag es euch, ich habe mit Erb schon oft zusammengearbeitet, weil ihr eurer Gesundheit was Gutes tut. Wenn ihr das hier trinkt, ich erkläre euch gerade, was das auf sich hat. Für alle Cola-Trinker, die sich irgendeinen Scheiß reinhauen immer. Null Kalorien, trotzdem Geschmack. Und ihr nehmt nichts auf. Hier ist nur Wasser drin. Leitungswasser könnt ihr reintun, Sprudelwasser, was euch besser gefällt. Und da ist nichts drin. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt da einen Duftpott drauf, der wird da drauf gesteckt. Dadurch zirkuliert hier der Geschmack, der geht in euren Mund rein. Und im Rachen verarscht ihr euch selber quasi. Denn dieser Geruch wird da als Geschmack wahrgenommen. Und so habt ihr, ich habe hier jetzt cooler Geschmack drauf, habt ihr einfach mal Geschmack in eurem Mund, ohne irgendwas zu euch zu nehmen. Und damit tut ihr euren Körper was Gutes. Ist eine feine Sache, probiert's aus. Flavored Water, 0 Kalorien. Mir könnt ihr auch noch was Gutes tun mit dem Code HOLLE15, 15% Rabatt. Code findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Heute gibt es keinen extra Bonus, heute gibt es gar nichts. Das ist auch denen geschuldet, die vielleicht mal zu so einem Döner hingehen und sagen, oh scheiße, was laberst du für Kacke, Holle, der ist beschissen. Da kann ich natürlich nicht für gerade stehen. Wie schon erklärt, die Videos leben von den Aufnahmen teilweise, also geht's nicht immer undercover. Heute versetze ich mich in euch rein. Ist natürlich auch ein Zufallsspiel jetzt. Haben die einen guten Tag, haben die keinen guten Tag. Aber es ist auf jeden Fall realitätsnäher als so ein Ding mit Kamera. Ich suche mir jetzt jemanden, der für mich undercover das Ding da rausholt. Und da wird Nägel mit Köpfen gemacht. Wir kommen hier immer näher. Für euch knie ich hier nieder, ich schwör's euch, das würde ich für niemand anders machen. Außerdem macht meine Freundin mal einen Antrag, weil es auf jeden Fall passieren wird. Wir brauchen nur noch einen Undercover-Agenten. Aber wir müssen uns hier wirklich fortbewegen, wie in einem, wie heißt das, nicht wilden Westernstreifen. Aber es muss hier vorangehen. Ich würde jetzt auch eine Kung-Fu-Rolle machen, aber ich scheiß drauf, wisst ihr? Wir müssen absolut unerkannt bleiben, wenn die mich sehen, ist alles im Arsch, ganze Reise. Ich kenne mich da halt alle, wisst ihr, wenn die mich sehen, die sind alle auf 180, gleich alles sauber machen, dies, das, wisst ihr, das können wir nicht gebrauchen. Weiter traue ich mir nicht vor, Mann. Weiter traue ich mir nicht vor. Was machen wir? Scheiße, Mann. Ich gehe nochmal zurück, Mann. Ich bin zu nah dran hier. Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich muss da vorne jemanden holen. So, Leute. Wir haben hier unseren Undercover-Agenten. Und glaubt mir, ich hole hier niemanden Obdachlosen oder so ran. Das würde ich nicht machen. Wir haben hier einfach jemanden am Start. Der macht das jetzt für uns und holt uns den Döner aus dem Laden raus. Ich gebe dir jetzt gleich Geld in die Hand und dann kannst du schon mal lossteppen. Wir sehen uns gleich. So eine Scheiße. Er fand das mit diesen Obdachlosen-Dings nicht witzig. War auch nicht witzig gemeint. Hat er falsch verstanden. Wir brauchen doch noch einen neuen Undercover-Agenten. Aber gleich habe ich jemanden. So, Leute. Ich habe einen Ehrenmann hier am Start, Mann. Abdul holt mir einen Döner raus, pass auf die. Wir brauchen einen Döner. Nur mit Fleisch, dem normalen Fladenbrot und Tomatenzwiebeln. Das war's. Okay. Geil, Mann. Korrekt. Ich geb dir eben Knete in die Hand und dann warte ich hier auf dich. Korrekt. Korrekt, ja. Er hat den Döner am Start. Waren die freundlich und so? Oder wie würdest du sagen? Ganz normal. Ganz normal. Okay, dann gucken wir mal den Döner an. Darf ich dir einmal die Kamera in die Hand drücken? Wir gucken erstmal von der Optik, Leute. Der Geruch ist auf jeden Fall oldschool. Ich weiß nicht warum, aber so wie ein Döner früher gerochen hat. Obwohl ich jetzt ohne Soßen genommen habe. So von der Optik jetzt. Guck mal hier. Kann man erstmal nichts zu sagen, großartig. Aber Fleisch haben sie, glaube ich, gut reingemacht. Wisst ihr, was wir machen? Wir switchen einmal rüber nach Frankfurt, sehen, wie da der Döner aussieht. Da ist auch Ahmed dabei, deshalb ist es alles ein bisschen easier. Also switchen einmal nach Frankfurt rüber. Mein Jungs, ja. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Ja. Wir brauchen Döner, weil die kennen uns bei dem Dönerladen. Ja. Wir machen immer so Essen-Tests. Könnt ihr uns aus dem Tonbull-Döner einen Döner machen? Ja, ja, ja. Geil, Jungs. Wie heißt ihr? Graham. Anderson und Graham. Sprrba. Geil, Mann. Seid ihr Rapper? Nein. Vielleicht bald. Geil. Jungs, Alter, wie komme ich zu der Ära? Was, du musst nicht in der Schule sein? Ja. Ich wollte gerade suspendiert. Du hast Drogen verkauft an der Schule? Nein. Echt? Streit das sogar? Ja. Das ist nicht gut. Ich habe nur aber gesagt. Ja, so ist das Leben. Neue Schule, neues Glück. So, Leute, ja, es ist soweit. Frankfurt, Tonbull Grill. Wir werden jetzt die Döner da raussnacken. Dann geht es eigentlich recht schnell zur Sache. Die Jungs holen uns den raus. Dann gucken wir mal erstmal, wie der optisch aussieht. Ah, da vorne ist er. Ja, geil, Mann. Wir müssen hier weiter, dürfen nicht gehen. Aber nicht stiften gehen mit dem Geld. Wollt ihr auch einen Döner essen? Nein, nee, danke. Nein, holt euch was zu trinken mit. Für mich ein Döner nur mit Zwiebeln, Tomaten und Fleisch. Ich danke euch schon mal, ne?
Leute, für uns ist erstmal die Frage, optisch ist er on point oder nicht. Natürlich, er wird eingepackt jetzt, aber genügend Fleisch. Ich höre immer wieder von dem Turnbull Grill, zu wenig Fleisch, wenn man bestellt. Das werde ich jetzt entweder bestätigen, ich werde es nicht bestätigen. Und dann wird schon mal die erste Frage beantwortet. Und dann gucken wir, ob die Amore vom Chef auch rüberkommt ohne die Kamera. Geil, Junge. So, die Jungs sind am Start, Mann. Vielen, vielen Dank schon mal. Aber macht euch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Action, ne? Bis dann, ciao. Ach nein, da kommt eine Horde von neuen. Wir haben einen Sport schon gesichtet, die zwei habe ich schon gesehen. Fuck, der Lauf, Digga. Komm, schnell über die Methode. Ja, hier ist auch perfekt, Digga. Das ist der heilige Stab, Mann, den ich zum besten Döner Deutschlands gemacht habe. Aber wie gut ist er ohne Kamera, Mann? Wir gucken uns den jetzt erst einmal an. Oh, ein sehr schönes Brot, Leute. Oh, hier sieht man fettig, aber es muss. Es muss. Soße drauf oder so sehe ich da? Ja, die haben Soße drauf gemacht, aber die Jungs haben eingekackt. Scheiße, Mann. Wir brauchen einen neuen Undercover-Agenten. Wir gehen noch mal rüber jetzt nach Berlin einmal kurz und dann switchen wir noch mal rüber. Scheiße, Mann. Pizza Deluxe. Das gibt Props von mir. Ich darf hier meinen Döner essen. Sonne kommt von der anderen Seite. Da haben wir gelernt, wir filmen von da. Ich sag nur, let's get it on, let's get it on. Brot on point. Knusprig, nicht zu knusprig, perfekt. Fleisch knackt beim Reinbeißen. Auch schön kross gemacht. Wenn das Fleisch nicht kross ist, zum Beispiel, kannst du den Döner natürlich wegschmeißen. Und jetzt gehen wir rüber zu Turnbull und gucken, wie es da aussieht. So, zurück in Frankfurt. Wir brauchen neuen Undercover-Agenten. Ich habe extra fünfmal gefragt, ob keine Soße, Mann. Was haben wir? Wir haben Soße. Soße. Euch hätte ich auch suspendiert aus der Schule. Hol dir einen Jungen und einen Deutschen. Ich muss jede Chance hier wahrnehmen, Mann. Oh. Das ist aber locker hier. Mann, ey. Sag, mach erst auf. Ich schwöre. Ach, hast du nicht gesagt? Was lügst du denn? Ich hab gesagt, ess schon mal, dann kommen die nicht, habe ich gesagt. Ja, aber. Dann hätte sie ihn aufgemacht, hätte sie Soße gesehen. Aber nicht als Begründung. Aber nicht als Begründung hast du das gesagt. Ja, aber jetzt, Digga, als Wohltäter darzustellen. Ja. Hätte ich meine Freundin nicht geschwängert, dann wäre ich jetzt Millionär. Wer sagt, dass du sie geschwängert hast? Wäre ich trotzdem nicht. Müssen wir hier lungern wie die Penner zwischen den Mülltonnen, Mann. Vielleicht hat die Dame ja Lust, uns zu helfen. Schämst du dich schon wieder? Ja. Sehr schlecht. Er hat nämlich extra nochmal wiederholt und es war alles gut. Ja, scheiße. Ich hab die Jungs wieder am Start, Mann. Jungs, ihr habt versaut. Ja, da war Soße mit drauf. Soße? Ja, wir brauchen noch einen. Ja? Ja, geht das klar? Ja, ich bin Bilder mit der. Ich bin Bilder. Darf ich? Bilder? Ja, klar, machen wir. Tomaten, Zwiebeln und Fleisch. Mehr nicht. Tomaten, Fleisch. Ja? Zwiebeln und Fleisch. Kann die Soße? Diese drei Sachen. Ja, genau. Die haben wahrscheinlich einen Fehler gemacht eben, ne? Ja. Ja, ne? Diesmal haben die wieder einen Fehler gemacht. Nur Tomaten, Zwiebeln. Ich habe gesagt Tomaten und Zwiebeln. Jungs, die haben wieder was falsch gemacht. Ich nehme die Jungs in Schutz, die wissen, was wir kriegen wollen. Das war nicht deren Schuld. Wir machen nochmal einen Anlauf. Ja. Leute, die Scheiße bewerten. Ja, also ich habe schon öfter jetzt bei Turnbull gehört, da muss ich eingestehen, dass da Leute unzufrieden waren. Kein Fleisch, Brot nicht warm, sonst was habe ich oft gehört. So, und für mich ist ein geiler Test, geiles Erlebnis, jetzt das mal so mitzuerleben, wie viel wirklich schief gehen kann. Da fühle ich natürlich auch, wenn jemand vor euch da hingeht und sich denkt, Mann, was war das für ein Erlebnis, Mann, da will ich nie wieder hin. So ein auf den. Kann passieren, wir wollen jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Auch ob die freundlich waren und so. Auch mein Beileid an die Jungs, man muss ja auch sagen, manchmal Jugendliche oder ich habe so eine Erinnerung, die werden oft nicht ernst genommen. So ja, von ja. Wenn ich Leute denke, was wollen die Kleinen jetzt von mir? Natürlich ein gestandener Mann oder sonst was wird natürlich ernster genommen. Ich stehe jetzt mal vor, die kommen mit blauen Augen. Beide mit der Schelle kassiert. Boah, Bruder, wenn da jetzt nochmal was ist, dann musst du den von der Platz 1 kicken. Ja, wenn jetzt was ist. Nee, also das kann nicht dann sein. Das ist dann keine Nummer 1. Nee, das wäre dann echt zu hart. Mein lieber Kollege von Turnbull, das wäre zu hart, wenn das jetzt wieder nicht stimmt. So, Jungs, ja, ich danke euch. Haben die einfach rausgenommen? Ja. Oh, die. Ernsthaft? Ehrlich, ja. Der ist doch jetzt schon kalt, Alter. Nein, der hat so ein bisschen mehr Fleisch da. Fleisch darauf gemacht. Ja. Oh, Scheiße, Jungs. Den kannst du knicken, den Döner, jetzt ganz ehrlich. Das Ding ist, ich kann nicht mal hingehen, mich jetzt beschweren, wisst ihr? Turnbull, ganz schwach, ehrlich. Also, der Döner ist kalt, die Jungs kommen wieder. Soll ich den jetzt so bewerten, so frage ich mich. Ja, musst du jetzt. Nein, aber ich kann den nicht so. Ich will ein realistisches Ergebnis, dafür bin ich nicht nach Frankfurt gefahren, Mann. Jungs, ich gebe euch nochmal Geld. Er sagt, pass auf, ist für meinen Chef. Er sagt, er ist kalt jetzt. Und dann, wenn die nicht neu machen wollen, dann sag, egal, mach noch einen. So, jetzt zeigt sich wieder Kundenservice. Das ist geiles Experiment. Also, ganz ehrlich, Leute, ne? Er ist Soße drauf, dann Gurke drin. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ich sag euch, ich bin gerade drauf und dran, die zur Rede zu stellen. Gerade Achmed hat es richtig gesagt, dass meine Autorität in Frage gestellt wird. Das ist meine Integrität, mein Name, der dahinter steht, wisst ihr? Und das regt mich jetzt auf. Das kann natürlich einmal passieren, so, und wir haben jetzt einen Zufall. Deshalb darf man es jetzt nicht zu hart an die hohe Glocke hängen. Es kann immer was passieren, das kann jetzt ein dummer Zufall sein. Aber trotzdem ärgert mich das. Da kommen sie, Mann, da kommen sie. Du sagst, wenn die Geld genommen haben, wäre hart, Achmed, ne? Die kommen zwei wieder. Die haben nochmal Geld genommen, ja? Oder der hat gesagt, behalt den. Oder so, da sind wir jetzt sehr gespannt drauf.
So Jungs, jetzt sind wir gespannt. Was haben die gesagt? Wir nehmen ihn zurück, unser Geld geben. Haben wir nein gesagt, wir kaufen neue. Ach, der wollte zurücknehmen? Ja. Okay, er wollte zurücknehmen und habt ihr gesagt, kauft den neuen. Ja. Okay, perfekt. Das heißt, das ist jetzt der fertige Döner. Wir gucken jetzt mal. Zum fünften Mal. Ja. Was sagt ihr, haben wir es geschafft? Wenn ihr Hunger habt, esst den, ja? Ja, genau, den könnt ihr ruhig essen. Echt? Ihr habt, guck mal, ihr habt Sushi gut. Esst mal. Wir haben es geschafft, Leute. Sie haben es geschafft. Danke euch, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich will den bitten. Ja, sehr gerne. Mach wir eben. Ja, geil. Dankeschön. Danke. Ja, sehr gerne. Nicht dafür. Nein, Jungs. Danke. Mann, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. So, das hat mich echt jetzt ganz negative Vibes gegeben. Gut, die wollten zumindest zurücknehmen dann, ne? Swiss at V6 for the EV. Ride around my city. You should come right with me, yeah. Ich sag's euch jetzt unter uns, Pampilla letztes Mal, als wir undercover da waren, haben wir beinahe sogar stärker vor als noch das Mal davor. Hier, ich sage es euch, der Fleischgeschmack an sich kommt mir auch beinahe noch stärker vor. Das Brot ist allerdings ein bisschen schwächer als letztes Mal, ein bisschen härter. Wird halt jeden Tag frisch gemacht, die Kunde zu lange im Ofen, zu kurz, immer ein Unterschied. Ich kann euch nur sagen, geschmacklich ist es genauso top wie sonst. Ich habe vorhin zugegeben, ich war einmal schon privat da. Da war er schwächer. Heute ist es aber für mich immer noch die Nummer 1. Dieses Fett, was da unten reintrieft, das Brot, Selfmade, so eine leicht salzige, liebliche Note. Nicht tausend Gewürze, einfach Fleisch, Leute. Einfach Fleisch, pur, geil. Kann ich nicht anders sagen. Tick von mir. Immer noch 9,4 Punkte. Jetzt switchen wir rüber zu Pampilla, zu der Bewertung. Ich sage ehrlich, ich brauche den Döner nicht weiter essen. Ich kenne den Döner. Wer eine ganz genaue Beschreibung haben will, guckt sich nochmal meine Videos, die ich zum Schluss einblende, ein. Dieser harte Grillflavor mit Zwiebeln. Mit den Tomaten, frosses Brot, das ist vom Himmel gefallen, Leute. Ich hoffe beinahe, ich kann den anderen schlechter bewerten, weil ich habe keine Freunde, was Dönerbewertung angeht. Die ist bei mir absolut unparteiisch. Das gibt die gleiche Bewertung wie vorher. Ich glaube 9,3 habe ich letztes Mal gegeben. Ich hätte euch gerne jetzt wirklich eine schlechte Bewertung gegeben, aber ich kann nicht. Lasst 20 Leute hinkommen und 5 werden enttäuscht werden, weil da auch nur Menschen stehen. Die machen das Fleisch nicht richtig, das Brot ist nicht kross. Da hängt auch jeden Tag ein anderer Spieß. Das Tier war anders, es ist ein Naturprodukt, so wisst ihr? Das kann nicht jeden Tag on point sein, so. Ich kann nur für das Mal sprechen, wo ich da war. Und noch eine Sache von mir für euch. Ich bin Soßen-Fan, ne? Aber ich war letztens oder jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal bei Ferhat. Und hier bei dem Döner mag ich es auch so. Ich liebe Soßen. Aber wenn du einen richtig kranken Döner isst, einen richtig kranken Döner, dann musst du bei Soßen das Feeling haben, dass der Döner versaut ist. Dann denkst du dir nach, das kann man nicht bringen. Das kann man nicht bringen. Und dann weißt du, es ist ein guter Döner. Ein sehr guter. Einer der besten. Nein, nicht einer nicht der besten, aber, aber ein sehr guter. Ahmed, was hast du eben zum Fleisch gesagt? Berechtigter Einwand. Jetzt weiß ich, warum der ohne Soße so heftig ist. Das Fleisch hat wie so eine Marinade. Das ist wie eine Soße. Mega gut. Das scheint mariniert zu sein. Deshalb auch bei dem brauchst du keine Soße. Glitt das gleiche. Versaut komplett. Es versaut den Döner. Wenn ihr hergeht und sagt, der war nicht geil, dann habt ihr mit Soße gegessen. Und das ist einfach dieses Selfmade-Style. Ohne Soßen, wenn man das liebt, wenn man Fleisch liebt, Essen liebt, das ist er. Hey, mein Lieber. Da ist der Chef. Grüß dich, hab drauf, dass du hier bist. Ja, gut. Hey, danke. Alles gut? Wie geht's? Alles gut, ja. Wir haben eben deinen Döner wieder gegessen. Diesmal waren wir undercover unterwegs. Haben jemanden rausholen lassen, weil wir gucken, wie gut ist der Döner, wenn ich nicht mit Kamera komme. Okay. Ich sag dir Geschmack, wie immer. Also ist das Fleisch sogar noch besser als sonst. Sag ich dir, du bist es, frag mich nicht, warum. Wir mussten dreimal wiederkommen, weil jedes Mal was falsch war. Erst haben die mit Soße gemacht. Das kann passieren. Ich sehe gerade, ich kann ihn gar nicht mehr böse sein. Dann haben die einfach Gurken mit reingemacht und dann, aber das ist nicht schlimm, wollten wir einen neuen Döner haben. Die haben aber einfach die Gurken rausgenommen, aber das kann passieren. Yeah. Weißt du, ich stehe ja mit meinem Namen dafür, dass die ein bisschen mehr sich Mühe geben. Das Ding passiert, wenn weniger los ist. Aber wenn ein bisschen mehr los ist, dass alles läuft wie matt. Tag. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja viele Ware, kann man immer noch ändern, immer noch das rausgeben. Passiert. Nur, dass die Leute, die von mir herkommen, danach sagen, Holle, du hast guten Job gemacht. Holle macht immer guten Job und wir machen gegenseitig. Also, das kann man okay falsch verstehen, wir machen gegenseitig. Ich danke dir, mein Lieber. Natürlich. We'll be right back.